Ich heiße Gerlinde Hutter, ich bin 59 Jahre alt und ich lebe seit 1986 hier im Ort in Gundremmingen. Ich fühle mich hier pudelwohl. Wir haben hier gelebt mit dem Kernkraftwerk, so wie mit der Kirche. Es hat einfach zum Dorf dazugehört und sind sehr traurig. Also ich bin sehr traurig, dass das jetzt zu Ende geht. Mit jedem Tag wird irgendwie das Gefühl komischer, wenn das jetzt alles abgeschaltet ist. Wir haben ein gutes Leben gehabt, wir haben immer Spaß gehabt mit den Monteuren, mit den Leuten, die bei uns übernachtet haben über die vielen Jahre. Man hat viele Bekanntschaften geschlossen und Freunde bekommen über die Jahre. Und ja, jetzt soll die Ära zu Ende gehen. Wo das hinführt, wissen wir nicht. Ich hoffe halt irgendwie immer noch, dass das wieder mal in Betrieb geht oder dass die Kernenergie wieder zurückkommt, wenn der Energieverbrauch wird immer mehr. Und jetzt Deutschland ist das einzige Land, das aussteigt, die um uns rum, die machen alle weiter. Ich weiß es nicht, warum wir da nicht mitmachen.